Also das Dringlichkeitsgefühl besteht eigentlich immer bei uns, weil meistens, wenn Kunden anrufen, ist es immer dringend. Also wir hatten auch mal so ein Beispiel, dass mein Chef mich an einem Sonntag angerufen hat und gefragt, ob ich da helfen kann, weil es dringend war, dass das Problem gelöst werden musste, auch an diesem Tag. Das war überhaupt für mich keine Frage. Also ich hatte Zeit, ich habe das Gefühl, ich konnte helfen und der Kunde war am Montag zufrieden und darum ging's. Die Dringlichkeit für mich persönlich sind Prioritäten zu setzen. Meines Erachtens braucht man auf jeden Fall ein inneres Gleichgewicht, das ist wie das Yin und Yang. Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag. Ne? Was macht es für mich, wenn wir darüber reden, dass Sachen jetzt und sofort gebraucht werden, und was macht das mit mir? Persönlich bin ich dann noch fokussierter, konzentrierter und habe dann noch mehr Lust auf die Arbeit, weil sowas spornt mich an. Also sowas holt noch den letzten Prozentpunkt aus mir raus und ich gehe immer gern die extra Meile. Ich möchte alles, was ich mache, was ich anfasse, entweder mal, das sage ich immer, entweder ganz oder gar nicht. Genau, deswegen immer Vollgas. Es gehört in dem Sinne zur DNA von DSV, diese Dringlichkeit jeden Tag zu zeigen, in Form der Mitarbeiter, die alles tun, dass der Kunde am Ende auch genau weiß, wenn ich zu DSV gehe, dann werde ich so behandelt. Dann werde ich, egal wie klein, wie groß ich bin, ich werde immer wie die Nummer 1 behandelt. Wenn ich was mache, dann packe ich es richtig an. Also dann mache ich keine halben Sachen, sondern dann mache ich es schon richtig. Und das liegt mir halt sehr am Herzen. Ich mache Logistik schon über 25 Jahre. Das ist der Spaß daran, um andere Leute glücklich zu machen.